Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Die Rackensang. So, ich sehe allerdings gerade die Buffs laufen demnächst aus. Na, mal gucken, was die Spinne so drauf hat. Obwohl, du kennst, glaube ich, bei der ist es nicht ganz praktisch. Phorax, ich mach das schon. Noch ein bisschen zu debuffen, denke ich. Los geht's. Sieht er sich schon mal gar nicht so schlecht aus. Dann kannst du noch ein bisschen rumbrutzeln und ihr macht mal mit Spezialangriffen ein paar Angriffe drauf. Ha! Ich nehme die Sache in die Hand. Eine Wunde hat sie ja schon mal, das ist ja schon mal nicht schlecht. So. Sehr fein. Ich glaube, allzu viel hält die jetzt auch nicht mehr aus. Oh. Klar, die ist halt aber auch nicht. Einer weniger. So. Gucken wir gerade, was reicht. Ansonsten gibt es halt Verbände. Da haben wir ja mehr als genug von. Amazone voraus. Na gut, dann einmal plündern, bitte. Okay. Einiges. Irgendwie wollen die Wunden hier nicht weg. Die wehren sich noch so ein bisschen. Alter! Jetzt heil die doch mal. Danke. Ich meine, ist jetzt nicht so, dass wir jetzt Mangel an Verbänden hätten, aber das hat jetzt wieder mehr gekostet, als eigentlich nötig gewesen wäre. In Ordnung. Warte mal. Oh ne. Das ist jetzt nicht mehr. Wird gemacht. Roter Schlechter, hä? Was haben wir denn da? Auftragszettel, ich befehle dir im Namen des Drachen, nimm dieses Päckchen mit Amöbensporen und platziere es tief in den Gewölben unter dem Tempel der Hesinde. Pass aber darauf aus, dass dir nichts passiert. Wir brauchen dich ja noch weh. Ah. So, wir haben Punkte, sehe ich gerade. Ja, lass uns die doch mal ausnutzen. Säbel können wir leider nicht mehr. Okay. Die Kunden haben wir auch maximal gelevelt. Dann gucken wir, dass wir Beherrschung noch hochkriegen. So, Verzeihung. Dieser doch sehr nervige Hustenreiz in letzter Zeit wieder. Gerade wenn ich vorlese, irgendwie kommt der doch gefühlt deutlich häufiger. Da können wir gerade nichts mehr machen. Na gut, die Xenifaxis geht noch. So. Na komm. Gerade alles noch etwas höher hier. Bisschen mehr Blitzdicht find und kannst du noch irgendwas steigern? Gut, schleichen wir theoretisch den Schlösserknack machen wir mal noch. Ich versuche mein Bestes. So, mein lieber Herr Vogrim, du hast ja auch wieder ein bisschen was. Hm.
Haben wir soweit schon? Ja. Da ich bei dir auch tatsächlich nur Selbstbeherrschung steigern will, warten wir mal. Vielleicht finden wir ja mal einen Lehrer, dass wir hier ist der Rumpf. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles, oder? Sehr schön. So, hast du es auch Stufe 5 erreicht? Ja, es ging ja doch angenehm hier unten. Freut mich, freut mich. Die Frage ist, hier unten ist noch irgendwas Interessantes. Also wir haben auf der anderen Seite haben wir noch einen Weg. Ah, lass es mal gucken. Vielleicht gibt es da noch ganz tollen Loot oder so. Dann sitzen wir hier rechts. Ja, noch eine Spinne. Für Ardo! Ihr habt schon wieder keine Buffs. Aber ich denke, das sollte gehen. Es geht auch tatsächlich. Gute Entscheidung. Schon geschehen. Ich soll vielleicht bei dir auch langsam echt mal die Alchemie steigern, dass wir da auch mal was von alle nutzen mal können. Ne? Oder vielleicht finden wir tatsächlich später noch einen, das hat sich richtig gelohnt, einen Charakter, der besser Alchemie kann. Ich glaube, ein paar gibt es ja noch. So, dann wieder mal ab nach draußen. Den ganzen Wege wieder zurücklatschen hier. Aber sind deswegen ja keine Gegner mehr da, die uns irgendwie aufhalten könnten. Haben wir die Amöbenspuren jetzt eigentlich mitgenommen? Wahrscheinlich. So, haben wir jetzt aber alles soweit. Gut, gut, gut. Bin auch froh, dass ihr das Buch noch gefunden habt zum Abgeben. Genau, hier geht's dann raus. Nicht. Bin ich zu früh abgebogen? Ja. Nächste. Wir mussten. Nein, ich glaube, wir müssen es beim Dings jetzt aber auch wieder abgeben, ne? Hast du dir noch irgendwas zu erzählen? Danke. Wirklich freundlich von euch. Ihr seid einfach zuvorkommend. Sieht irgendwie aus wie Nottl. Hier auch nichts. Alles die Schuld dieser ekligen Amöben. Vorher war alles so schön sortiert. Ein
Ja, die sind jetzt aber weg, denke ich. Ja, komm, die zweimal Seife können wir jetzt ja auch schon direkt mal nutzen. Boah, wir haben so viel... Okay, wir haben echt viel Verbände gerade. Das bin ich. So. Bist du einmal und du darfst dich auch nochmal waschen. Waschen, da haben wir noch das Rezept. Klugheit-Elixier, okay? So, zumindest zwei einigermaßen sauber. Wahrscheinlich auch die beiden, die am ehesten auf Reinlichkeit bedacht sind hier in der Gruppe. Der Magier und die... die Diebin. Ich glaube, bei den anderen beiden Kriegern, denen ist das relativ egal. Hesinde sei gepriesen. Ihr habt wahrhaftig alle Fragmente geborgen. Lasst uns sogleich die Zeremonie der Wiedererstehung ausrufen, auf dass die Fragmente wieder geeint und das Schweigen des Orakels abermals gebrochen wird. Es wäre mir eine Ehre, der Zeremonie beizuwohnen. Buhumrak. 87 Götterläufe sind vergangen, seit ein Streiter den Ruf des Drachen vernahm. Ignorkahar-Harok. 87 Götterläufe, in denen die Sterblichen erneut reifen konnten, um endlich das Vermächtnis der Drachen anzutreten. Doch neunmal blieb das Rätsel ungelöst. Neunmal das Vermächtnis unberührt. Dies also ist die zehnte aller Drachenquesten. Weisheit, Mut und Stärke sind die Zeichen, in denen der kommende Streiter der Drachenqueste wandeln wird. Doch auch Entbehrung, Schmerzen und Verzweiflung werden folgen auf dem Pfad der Queste. Und so soll einer unter jenen, die der Stimme des Orakels lauschen, erwählt werden. Ihm oder ihr soll es bestimmt sein, in die Reihe der Heroen aufgenommen zu werden und das letzte Geheimnis zu ergründen, das dunkle Herz zu erleuchten. Gnarim Patar, mein Streiter, er steht mir nahe. Und er hat sich bereits einmal als würdig erwiesen. Denn er hat mich gefunden. Und so erwählen die alten Mächte dich zum Streiter der Drachen. Dein Schicksal ist vorbestimmt, es eilt dir voraus. Doch ob du es auch wirst erfüllen können, liegt in deinen Händen allein. In drei Prüfungen musst du dich als würdig erweisen, den Schild der Flammen zu erringen. Drei Prüfungen stehen vor dir und deiner wahren Bestimmung. Und dies sei die erste der drei Prüfungen. Folge dem wirren Geist, der Drachen kundig ist und geleite ihn auf seinen Pfaden. Er strebt nach in Kristall gebundenem Wissen und beschreitet Wege, die zu leben und gedeihen werden, wenn die Zeit gekommen ist. Unrag Garum, Unrag Ignir. Oh, ein wahrlich erhebendes Gefühl, die Stimme des Orakels mit eigenen Ohren vernommen zu haben. Meint ihr nicht auch? Geweihter Dorium, es geht mir um den Rätselspruch des Orakels. Seht ihr euch imstande, mir bei seiner Deutung zur Seite zu stehen? Hm.
Das Orakel sprach über einen Drachenkundigen von wirrem Geist. Dabei kann es sich doch eigentlich nur um den Meister Rakorium handeln, meint ihr nicht auch? Wenn mich nicht alles täuscht, ist er schon vor einiger Zeit zu Studienzwecken nach Moorbrück aufgebrochen. Ehrwürdiger, dürfte ich noch was fragen? Aber gewiss. Wieso hat das Orakel mich ausgesucht? Eine wirkliche Antwort darauf wird euch niemand geben können. Sie sind es verschlungene Pfade, geben ihre Geheimnisse selten preis, selbst wenn man sie bis zu ihrem scheinbaren Ende beschreitet. Auch ich könnte nur vage erahnen, weshalb das Schicksal euch zuteil ward. Konzentriert eure Gedanken auf den Weg, der vor euch liegt, und gedenkt all jener, die ihm vor euch gefolgt sind. Okay. Ja, das wär's. Hab Dank. Möge ihr sind euren Geist erleuchten. Naja. Wie kann ich behilflich sein? Wieder wichtige Fragen? Ja gut, ich würde euch sehr gerne ein paar Fragen stellen. Ich glaube, das haben wir ja noch nicht gemacht. Sehnt es Weisheit auf meinen Lippen, gebe ich euch gerne Auskunft. Erzählt mir über euch in Dorion. Ja, viele Jahre war ich der Hüter der Geheimnisse um die Drachenqueste und die Stimme des Götterbuhn betraut. Jedoch galt in den letzten Jahren mein Hauptaugenmerk der Wiederherstellung des Jesinde-Tempels und der Bergung des verschollenen, aber nicht vergessenen Wissens tief in den seinerzeit geheimen Katakomben unter seinen Ruinen. Dorion war ein junger Novize der Drakoniter, als er mir von seinen ersten Visionen um den Götterboten berichtete. Von dort an bereitete ich ihn darauf vor, meinen Platz als Hüter des Orakels einzunehmen. Mit Erfolg, wie ihr heute sehen könnt. Meine bescheidene Aufgabe liegt nun fortan darin, die Weisheiten seiner Tage mit meinen Ordensbrüdern und Schwestern zu teilen, auf dass es nicht verloren gehe. Das haben wir, glaube ich, doch schon gehabt. Mit dir noch reden? Sowas. So. Wir könnten also mal gucken, ob wir jetzt hier der Quest wieder weitermachen können. Entschuldigt bitte, Streiter der Drachenqueste. Ich habe gehört, ihr seid auf dem Weg nach Moorbrück. Ist das richtig? Noch nicht. Ja, dem ist so. Ihr wisst ja bestens Bescheid. Was genau ist denn euer Anliegen? Eine wertvolle Schmuckschatulle wurde gestohlen. Von einer gemeinen Diebin. Und das mir, Ibor Speckstein. In meiner eigenen Taverne. Fex hat mich aber nicht vollends im Stich gelassen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass diese Diebin im Gasthaus von Moorbrück sitzt, im Gasthaus beim Boltan-Spiel gesehen wurde. Ihr Name ist übrigens Talia. Ah, die hat auch eine Bücherei aufgemacht, nebenher. So, und was bitte habe ich damit zu tun? Nun ja, ihr seid doch auf dem Weg dorthin. Ja, und da dachte ich, wie soll ich sagen? Wollt ihr mir denn vielleicht helfen, meine Schatulle wieder zu bekommen? Was springt für mich dabei raus? Ja, ich würde euch mit ein paar Hellern für eure Mühen entlohnen. Okay, ich werde mich eurem Problem annehmen. Vielen Dank. Ihr findet mich in der sanften Sau. Ich muss aber auch los, einem alten Freund noch einen kurzen Besuch abstatten. Auf dann, Hamanasia. Okay. Wenn du denn meinst. So, dann schauen wir mal. Du bist immer noch allein, oder? Was wollt ihr noch von mir? Nichts erstmal. So, gehen wir mal so schnell. Es geht zum Hafen.
gucken, was wir denn sonst noch hier haben. Achso, warte mal, und haben wir hier noch irgendwo einen Krämer auf dem Weg? Da unten wäre ein Handwerker. Dass ihr euch auch noch mal ein bisschen säubern könnt. Mit dir, Kräuterfrauen. Hast du eventuell Seife? Tretet näher, frische Kräuter. Jo, Wasserwurzelkreuz, Einbeere. Nö. Können die Rezepte mal mitnehmen, die sind nicht so teuer. Ach, und vielleicht mal Zeug loswerden. Flachmann brauchen wir nicht. So, rostige Nägel. Obwohl, ich glaube, das gehen wir vielleicht bei jemandem, der damit mehr was anfangen kann. Also ein Krämer. Folgt mir. Ah! So, Waffen, Waffen, Waffen. Nimm nur vielleicht mal das... Ah, komm, Silberring kannst du auch mitnehmen. Krähenfüßen überlege ich mir mal noch. Ich glaube, so unglaublich viel bringt das Zeug ja auch nicht, ne? So, den Säbel behältst du bitte. Ein Zwerg, ein Wort. Ja, das sollte aber auch passen. Ja, die könnten wir tatsächlich mal ein Schild gönnen. Eine leichte Armbrust. So, dann kannst du nämlich auch mal im Fernkampf gehen für Notfälle. Du hattest, glaube ich, noch Bolzen, ne? Ja. So, du kannst die Haarklammern und die Dings abgeben. Ebenso das Bier. Hier, du könntest die Klamotten noch abgeben. Wie das aussieht. Du hast, glaube ich, auch. Du hast halt die ganzen Kräutersachen da. Oder wenn wir eh schon mal hier sind, guck ich mal, was ich verkaufen kann, dann lagern wir das vielleicht mal noch schnell. Du bist, Grato Helmbrecht, zu euren Diensten. Ich habe Rüstungen aller Art. Gut. Folgt mir. Ich nehme die Sache. Wir haben eine ganze Menge Zeug zum Abgeben. Du hast, glaube ich, gar nicht. Du hast die ganzen Rüstungen, ne? Usch. So, schon besser.
gibt Zugang. Wird zwar auch nichts mehr in Rüstung, okay. Naja, plus minus auf null rausgekommen. Dafür ist nur ein tolles Schild. Eine neue Armbrust. Schon mal einsetzen. Ja, die geht's auch soweit gut. Amazone voraus. So, dann schauen wir mal, wie wir das am sinnvollsten sortieren. Zu Diensten? Nö. Das erstmal. So, dann machen wir da einfach die Quest-Dinger rein. Die müssen wir noch anschauen. Folgt mir. Ja, genau. Alles klar. Opferliste kann weg, Tagebuch kann weg. Irgendwelche Quest-Sachen da. Aber du hast ein Endermesser und ein Säbel, oder? Nee, das will ich nicht. Aufgepasst. So, dann machen wir da die ganzen Zutaten mal rein. Zack. Schön. Die kannst du noch behalten. Das kommt dann aber wieder weg. Jo. Okay. Ach, da sind die. So, mehr Rezepte. Werbestreu, da werden die Sümpfe. So, lass doch schon mal zum Hafen gehen. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir jetzt schon weiterkommen. Ist hier noch irgendwo ein Krämer, wo wir Seife kaufen könnten? Hier sind die alle. Wir brauchen etwas Seife. Sieht nach Rüstung aus. Wenn ich bei euch jetzt Rabatt, wo wir so toll bei euch gearbeitet haben. Tretet näher. Sag mal, ja, stark oder oben. Okay. Du bist Verdocker. Komm später wieder. Vielleicht habe ich dann Arbeit für dich. Okay, ich hoffe, du meldest dich, wenn es soweit ist. Wir können uns ein Boot kaufen. Tretet näher, tretet näher.
Hier sieht aus wie jemand, den es nach Abenteuer dürstet. Jemand, der die Welt erkunden will. Auf diese Träume von der großen, weiten Welt diese Träume können heute noch wahr für euch werden. Kauft euch eins meiner wunderbaren Schiffe. Der Weg ins Abenteuer steht euch offen. Ein Schiff? Hört sich gar mal schlecht an. Wie lautet euer Angebot? Ah, dieses prachtvolle Schiff hinter mir, das habe ich im Angebot. Das ist aus zweiter Hand doch tadellos. Könnt ihr es euch für 1000 Dukaten überlassen? Okay. Ja, überlegt es euch noch einmal. Ja, wenn wir dann mal irgendwann 1000 Dukaten haben. Kalandor Kupines. Du hast exotische Sachen. Hm. Allerdings eben auch keine Seife. Naja. Gut, dann soll es jetzt mal gewesen sein. Ja, ich glaube dann. Ich glaube, also für die Ratte fühle ich mich immer noch nicht bereit. Dann gehen wir wirklich als nächstes mal zum Moor. Da hinten geht's zum Praios-Platz wieder. Naja. Jo, ich bin mal gespannt, was da auf uns wartet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.